Tschüss. Schon sehr gut los. Das Shuttle ist an Turan. Wir sind 4 Leute und jeder hat einen großen Koffer, einen kleinen Koffer und einen Rucksack. Jetzt mal im Ernst, Flughafen-Shuttle, Alter, jetzt mal im Ernst, das geht nicht. Zahlt ist halt auch voll Panne. Ja, machen wir so. Weil dann kannst du da 3 eintragen. Angekommen. Benni, demonstrier mir doch mal deine... Was ist das denn? Was ist da denn? Eine GoPro. Und was ist das da? Mikrofon. Das ist ja richtig Hightech hier. Ja, das ist nämlich der Media-Mod. So, Koffer sind alle abgegeben. Wirklich alle. Sogar der kleine Kabinenkoffer muss auch weg, weil in Hannover schon das Flugzeug voll ist nach London wegen Messe. Naja, los geht's. Come on, crew, stand by for safety demonstration. So, los geht die wilde Fahrt von Hannover nach London. So, los geht die wilde Fahrt. Abmarsch! Achso, ich bin da. Zweit? Hast du das bei mir? Was? Hallo, hallo. Letztes kurzes Status-Update. Wir sitzen jetzt im Flieger nach Chicago, BA295. Wir sitzen wirklich auf unserem Platz, alles voll. Und fliegen dann um 11.05 Uhr oder wann auch immer los. Und kommen irgendwann 20.30 Uhr da an. Unserer Zeit. Ortszeit ist das dann 14 Uhr. Und ja, das war erstmal der Stand. Flug ist voll. Und ja, wir schauen mal, wie es so wird. Also, bis denn dann. Wir sehen uns in Chicago. Bye, bye. So, wir sind angekommen in Chicago. Gehen jetzt zur Immigration-Einreise. Zur Protection Border, bla bla bla, Easter, Formular, Reisepass, Einreise. Da hinten ist Florinski, Fröhlichkeit. Das war es, Frau Muella. Und wir hören uns später nochmal. Also, bis dann und tschüss. Das
sind schon alle da, ne? Wir sind alle da, angekommen in Chicago. Es ist jetzt, keine Ahnung, 17 Uhr? 18 Uhr? Wie spät ist es denn? 19 Uhr, glaube ich. 18, 18. Wir stoßen jetzt hier an. Auf diesen Urlaub. Und es ist jetzt, wie gesagt, 18 Uhr oder sowas. Und laufen dann gleich nochmal durch die Gegend und wollen was essen. Auf jeden Fall, das ist der Stand. Bis dann. Ciao. Ja. Hey, guckt euch doch mal die Löcke hier an, Mann. Hier. Ja. Wenn das Handy aus der Hand fällt, ist es weg. Guck dir doch mal die Lücke hier an. Das ist so krass, ey. Alter, so ein kleines Kind, ey, wupp! Die Lücke des Tages. Ja, da muss man echt aufpassen. Chihuahua wird da nicht passen, oder? Ja. Das ist definitiv. Chicago ist ausgelöscht, weil ich rausgegangen bin. Nein, ich gehe jetzt erstmal weiter. Bis gleich. Hier auch. Warte. 20. Es ist noch früh, ne? Ich glaube, es ist 6. 6 Uhr hier in Chicago. Die anderen schlafen nicht mehr, also Stefanie schläft noch, der Rest ist wach. Ich war jetzt kurz unten, mal gucken, wie es da so aussieht. Nein, ich warte kurz eine Rauch. Aha. Das haut noch rein, ne? Dieses 8 Uhr, 8 Stunden Zeitverschiebung oder 7 Stunden. Das ist schon Hammer. Hier ist echt ausgestorben. Um die Zeit ist hier gar nichts los. Aber Kaffee gibt's schon, zumindest zwei. Das ist das Zimmer. Da. Oh, so. Ich geh da mal rein. Thank you.
haben wir gemacht bis jetzt? Ich habe das schon wieder vergessen. Laufen. Wir haben gefrühstückt. Wir haben gefrühstückt. Sind aufgestanden vorher. Basti und ich waren bei der Apple Vision Pro. Genau, Apple Vision Pro haben die beiden sich vorführen lassen. In der Zeit waren wir nicht da. Da war ich auf dem Klo. Ja, das dauert halt mal, ne? Das ist nun mal so. Ja. Und danach sind wir diese, genau, wir haben diese Rundfahrt gemacht, ne? Diese Architecture Chicago Rundfahrt. War okay. Danach sind wir zum Navy Pier. Navy Pier, ne? Navy ja. Pier. Ja. Da sind wir mal durchgelaufen. Auf dem Weg haben wir uns einen Kaffee geholt. Kaffee, kalten, mit Eis drin. Und danach sind wir hierher gelatscht, ne? Ja, Millennium Park. Genau, zum Millennium Park, da wo die Bohne auch ist, die gerade Baustelle ist, drumherum, um die Bohne. Das war alles für die Bohne. Und jetzt sind wir an der Buckingham ja, Fountain. Die ist noch aus, also vermutlich weil wird die erst im Mai angemacht, ne? Ja. Die ist dann hier so. Das ist der Zwischenstand von heute. Heute ist Samstag. Und als nächstes gehen wir in welches Hochhaus? Willis Tower. In den Willis Tower. Und vorher was essen. Und wo sitzen wir gerade? Habe ich gerade schon Buckingham Fountain. Wie gesagt, die ist auch aus. Und neben wem sitzt du? Steffi und Florin. Und Rodigkeit. Das ist Rudi, Rudigkeit, unser Reiseführer. Ja, ja. Und, aber er ist noch nicht zertifiziert. Na, wir haben ihn zertifiziert, das nein, reicht. Ich habe ihm das Zertifikat abgenommen, weil er kann nicht jede Frage beantworten. Hast du die? Kannst du mal kurz sagen, seit wann du das so machst? wie du dazu gekommen bist? Seit 2018. Nein, seit 2016. Okay. Ja, da ist Basti. Er berühmt. Ach, stimmt, mit Steven, ne? Seit 2016. 15? Was? Ja, die 16 war das, ne? 16 war das. Okay, gut. Haben wir das auch mal geklärt. Okay, also wir und werden. Seit diesem Urlaub hat er auch eine Begleitung. Ja, das ist Premiere. Ne? Ja. Gut, so viel dazu. Wir chillen noch kurz ab und dann gehen wir zum Willis Tower. Also viel Spaß und bis später. Ciao. Hier da oben, da wo die Antennen drauf sind, der schwarze Tower. Da, warte, da, das ist der Willis Tower und da gehen wir jetzt hin. Bin ich mal gespannt. Und vorher erstmal noch eine Kleinigkeit. Bis später. So einen kleinen New York Flair hat das jetzt hier gerade doch. Ja. Aber auch nur so einen kleinen. Auf dem Weg zum Willis Tower. Ich filme gleich noch mal ein bisschen die Straßen hier. Die Gassen. Oh. Oh. So. Da wollen wir hoch irgendwo. Ich weiß nicht, welche Etage, welches Stockwerk. Das werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich war hier Platz für die größte Wartehalle. Steht schon Ticket. Ja, also wir haben ja Ticket schon, da steht der Ticketholder. Also wir müssen da den sozusagen. Hier ist eine Schlange. Ja, das ist das Ticket. Come through floor and feel the thrill of the ledge. Welcome to Skydeck. Warum? Was ist? Oh my God. Sag jetzt mal die Scheibe putzen können hier, oder?
Aber es ist so witzig, ne? Wir sind da lang gelaufen, die Hochhäuser sind alle so hoch aus. Ja. Ja. Mal kurz Stopp, muss mal eben meinen Senf dazugeben. Die nächsten beiden größeren Unternehmungen, die wir gemacht haben, sind vielleicht ein bisschen langweilig, wie auch immer man das so sieht. Das nächste, was wir jetzt gleich sehen, hier ist das Chat Aquarium, da sind wir auf dem Weg hin. Und ja, schaut euch das an. Ich habe nicht viel gefilmt, es war auch extrem laut dort drin. Deswegen ja, war das auch nicht so schön anzuhören, deswegen habe ich den Ton auch weggemacht, das war echt ganz, ganz laut. Ja, Aquarium war super, kann man sich angucken, wenn man mal in Chicago ist. Jo, schaut euch das an, was gleich noch so kommt. Chicago C60 kommt jetzt. Ich muss ein bisschen grinsen. So, jetzt gucken wir mal nach unten. Okay, wir sind jetzt hier sozusagen draußen. Das ist hier so, nur, so ein Netz, ist das hier. Aber hier ist Sicherheitsabstand. Aber trotzdem ist es ein Netz, aber es ist jetzt nicht... Also man hört definitiv da diese Rückkühler da, die sind extrem laut. Als ob die wirklich mal irgendwie eine Wartung nötig haben, was sie hier wahrscheinlich gar nicht machen. Oder selten. Wahrscheinlich sind die anderen beiden daneben noch schon kaputt. Na gut, wir gehen wieder rein. So, mal kleine Eindrücke von mir. Es gibt ja viele Sachen, die ich mitmache, aber es gibt halt auch Sachen, die ich überhaupt nicht mitmache. Unter anderem dieses nach vorne kippen in dem 360-Grad-Dings. Nee, das lassen wir mal. Da vertraue ich der Technik noch nicht. Aber die drei anderen schon. Und es geht los. Da würden gleich Schüsse fallen. Du, das kann alles noch passieren. Das ist voll heftig. Na, du mit deinem. Aber wenn das was Schlimmes gewesen wäre, dann hätten die doch auch da abgesperrt, oder? Das ist ja wahrscheinlich nichts. Das ist bestimmt genauso wie vorhin auf der anderen Straße, wo die da den Mercedes eingekesselt haben. Ja, und jetzt stell dir mal vor, der Anzeigenhauptmeister wäre da. Aber die stehen das noch, ist doch Live-Fernsehen. Ja. Die stehen doch da aber auch mit den Händen am Auto, oder? Ich weiß es nicht, ich kann das nicht erkennen, ne? Ich kann das nicht erkennen. Der Fahrstuhl ist ja nicht so schnell, dass wir rechtzeitig unten wären. Der eine ist auf jeden Fall, der eine Polizist ins Auto hat sich da gesetzt und der prüft bestimmt jetzt irgendwas. Und der andere war in der Karre von dem anderen drinnen und hat erstmal die ganze Karre ausgeleuchtet mit einer Taschenlampe. Na gut, ich mache jetzt hier aus. Thank you.
die Jacke an. So, hier können wir mal gucken, wie sie damals so ein bisschen Atomstrom hergestellt haben. Für Kinder ein Spiel Atomstrom-Koffer. Naja, interessant. So, hier geht es gerade um farbige Schattenspiele. Jetzt werden bestimmt gleich versaute Figuren hier vorgemacht. Das ist wie das Körperbemalungsfarbenspiel. Nur angezogen. Das sieht toll aus. So, jetzt wird es versaut, Achtung. Oh, sieht das schön aus. Guck, habe ich ja gesagt, es wird versaut. Wir machen das jetzt auch. Oh, das ist aber hier komisch farbig gewesen hier vorne. So, wir fangen das jetzt auf. Ich kann das nicht, muss hier filmen. Das sammelt sich jetzt, es fällt aber über mich rüber. Weil ich kann das nicht auffangen. Mach mal hier die Seite da oben dicht. Mit deinem Arm. Das läuft da rechts raus. Du musst es zumachen. Nee, du musst deinen Arm so quer machen. Das, oder so, ja, geht auch. Genau, okay. So, jetzt fangen wir das hier auf. Das füllt sich jetzt langsam. Okay, das sieht auf jeden Fall richtig bescheuert aus. Mit so vielen Köpfen und Armen. Man fällt's durch. Und tschüss. Lustig, ne? Okay, das reicht mir jetzt, warte. Gut, wir hauen jetzt hier ab. Ach nein, wir gehen jetzt zum Trecker. Nein, wir gehen irgendwo anders hin. Jetzt sehen wir mal wieder das, oder ein Beispiel dafür, dass die Amerikaner einfach diese Show, irgendwas zu präsentieren, einfach richtig geil machen können, ne? Die setzen dieses Boot hier rein, was sie damals von den Deutschen gekapert haben. Und bauen dann einfach das ganze Gebäude drumherum auf. Das ist schon echt gewaltig. Hammer. Der gute MAN. Mit Aufladungssystem von Büchi. In Augsburg, 1940. Das sind Zigaretten. Was denn? Das Welche? Sind Zigaretten. Nielsen sind Zigaretten. Ja. So, nochmal, Freunde, für die Allgemeinheit. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum. Ne? Torpedo pass, sir. Now, come to heading 1. Jetzt habe ich das System verstanden. Ja, ne? Ja. Most screws, Captain. Two destroyers, close. So, hier haben wir nochmal das Ganze in Miniatur. Miniatur Chicago in Modelleisenbahnqualität mit ganzen Gebäuden. Achtung, Gebäude. Und noch mehr Gebäude und noch mehr Gebäude und noch mehr Gebäude. Und das Riesengebäude, da wo wir drin waren, das war, wenn ich der Meinung bin, der Willis Tower. Da kann man sogar interaktiv irgendwas steuern. Hier, Brücke. Da, diese Brücke. Und öffnen. Guck. Da wird jetzt gleich das heiße Metall abgekippt. Komm, jetzt geht's los. Ja, zack, zack. Hey, da kommt der Zug. Das ist ja richtig. Das ist doch riesen lang, ne? Das ist geil. Das ist was für Sven, glaube ich. Oder? Dann sag mal, schreibt mal in die Kommentare. Das ist geil? Das brauchen wir auch, ne? Da brauchen wir aber irgendwie eine Halle. Ja, ich glaube, es ist soweit. Wir müssen irgendwo einkehren und nach Hilfe suchen. Go. The earth cooled. And steam condensed to rain. Wir laufen jetzt hier an der Stelle, da haben wir ja gerade noch mal ein kurzes Video gemacht von dem
vom Beginning der Route 66 in Chicago, Illinois. Und die laufen wir jetzt bis nach Los Angeles runter. Das heißt, wir werden uns in ein paar Monaten wiedersehen. Also bis dann. Wir werden wahrscheinlich noch was essen und was trinken, aber sonst werden wir komplett durchlaufen. Und vielleicht noch ein bisschen schlafen. Gehe ich mal von aus. Also bis denn dann. Wir sind dann unterwegs. Bis dann. Ciao. Tropfen abgekriegt. Ach, das ist der Cybertruck. Ja. Aber den sehen wir in Los Angeles wahrscheinlich noch ein bisschen öfter. Ist das drauf? Ja, hab ich. Man sieht ja mal das hässlichste Auto der Welt, aber irgendwie ist es ja doch geil. Den schönen Cybertruck. Vielleicht sehen wir ihn nicht mehr, weil der Bus davor steht. So, hier ist nicht viel. Lobby. Kaffee. Hier steht so ein komischer Typ. So, hier, was haben wir denn? Elevator? Okay. Und 20? Ja. Rechts. Links. Oh, heiß. Kaffee ist heiß. Alter. Guck mal, der lacht schon. Es ist noch früh. Ich weiß nicht, das ist extrem laut hier wahrscheinlich, ne? Ich warte erstmal, bis dieser Quatscher da aufgehört hat. So, wir sind jetzt am Flughafen in Chicago, O'Hare, und fliegen jetzt nach Denver. Wir haben das große Gepäckstück, den Koffer, schon abgegeben und stehen jetzt hier noch rum. Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Es ist irgendwie 6 Uhr oder sowas, also 8.25 Uhr fliegt das Flugzeug und um 8.25 Uhr, wie gesagt, fliegt es weg. Jetzt ist es so um die 6. Ja. Und dann fliegen wir nach Denver. Genau, das ist so der aktuelle Stand. Und ja, ich gucke mal, was ich noch so zeigen kann. Wir sehen uns später. Da ist der Rest, mein Rest. Da ist der letzte Rest. Der letzte Rest. Zweiter und dritter Rest. Okay, tschüss.